Hallo zu einem neuen Video über Power BI. Heute sehen wir uns an, wie man Datumstabellen in Power BI erstellt. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir ein Like hinterlässt. Und nun starten wir los. Im ersten Schritt, um eine Datumstabelle in Power BI zu verwenden bzw. zu erstellen, müssen wir auf die Datenansicht gehen. In dieser Datenansicht auf der linken Menüleiste und im zweiten Schritt gibt es unter Modellierung die Möglichkeit, in den Berechnungen eine neue Tabelle zu erstellen. Nachdem ich nun dieses Fenster bestätigt habe, kann ich einen DAX-Ausdruck für die Erstellung einer Datumstabelle hinterlegen. Wir gehen wie folgt vor. Der Name der Tabelle nenne ich Datum. In der Sprache DAX gibt es die Möglichkeit der Kalenderfunktion. Es wird hier bereits automatisch vorgeschlagen. Nun, in dieser Kalenderfunktion habe ich eine Startzeitraum sowie einen Endzeitraum, den ich angeben kann. Hierfür muss ich die Funktion Date verwenden und gebe nun an das entsprechende Jahr, beispielsweise 1987, 1. 1. Nachdem ich nun das Startdatum eingegeben habe, gebe ich noch das Enddatum an. Hier verwende ich 2025, 1. 1. und schließe den DAX-Ausdruck mit einer Klammer. Nun erhalte ich, beginnend mit dem 01.01.1987 bis 01.01.2025 Datumswerte. Somit habe ich schon meine Datumstabelle erstellt und kann sie in der Modellierung, wie hier verwenden, oder auch in den Berichten. Ich kann hier beispielsweise diese Datumstabelle schön über eine Hierarchie mir ausgeben lassen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.